Hallo. Hi. Ich hab Bock. Ich nicht. Scheißspiel. So, ich trete mal bei. So. Wir haben letztes Mal schon alles gemacht. Wir können direkt ins Level starten. Und kann Leon uns eine kleine Geschichte erzählen nach der Intro. Willkommen, Spider-Man. Hey, Computer. Wo ist Nick? Oh, das Sicherheitspersonal glaubt jetzt, dass Nick Fury ein künstliches Double ist. Eine Cyborg-Einheit, die Nick Fury verkörpert. Ist er das wirklich? Oh nein. Aber ich dachte, er hätte Urlaub nötig. Und eine ärztliche Untersuchung. Erinnere mich daran, dass ich dich nie gegen mich aufbringe. Oh, Spider-Man, das geht doch gar nicht. Computer. Erste Scans weisen auf einen starken Anstieg des Phantom-Symbionten-Index hin. Plus 25%. Ein Sandsturm hat jedoch unsere Messinstrumente außer Kraft gesetzt. Und wir konnten diese Ergebnisse nicht verifizieren. Angenommen, das stimmt. Die Phantome werden stärker. Wer auch immer sie erschafft, wird also besser darin. In der Tat. Vorausberechnungen weisen darauf hin, dass Phantome, die einen Symbionten-Index von 100% erreichen, nicht mehr zu stoppen sind. Wir werden dich so nah wie möglich an der Einschlagstelle absetzen. Noch irgendwelche Schurken-News? Der Sandsturm ist vermutlich das Werk von Identitätbedrohung Sandman. Sandmans gesamter Körper besteht aus einer organischen Teilchenmenge. Er kann riesige Schäden verkraften und zerstörerische Waffen herstellen. Der Tag wird einfach immer besser. Was? Es wäre noch besser, wenn du in einem Stück zurückkehrst. Viel Glück, Spider-Man. Ort Kairo. Ich war überrascht, dass er den Sandmann gesagt hat, aber gut. Der Sandmann. Auf geht's. Das Heldenschlag-Power-Up zerstört alle Gegner in der Nähe. Setzt es im richtigen Zeitpunkt ein. Ja, und auch häufiger einsetzen generell. Das haben wir auch schon kennengelernt. Mann, bist du groß. Okay, aber ich glaube... Der Sandsturm sieht aus wie ein Bildfehler, aber... Ich fasse es nicht. Ich bin echt in Ägypten. Wie cool. Toll. Sieht ein bisschen aus wie Damaskus, aber gut. Freue mich für dich, Peter. Geht dann... Aber ich glaube, der ist mir zu träge, tatsächlich, der Typ. Man soll ja auch sein. Aber ich finde es gut, dass es so verschiedene Arten gibt. Hallo? Also, die Geschichte, die ich erzählen soll, ne? Ja. Das Spiel ist ja von Next Level Games. Und mir kam dieser Name so bekannt vor. Da habe ich gestern Abend endlich mal gegoogelt. Und das ist tatsächlich die Firma, die vor ein paar Jahren von Nintendo aufgekauft wurde. Und... Cutscene, richtig. Story. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als hier rumzulaufen und böse zu sein? Hey, Spider-Man, sieh dir das an. Ja, okay, dann halt. Betäubungsnetz, genau. Ja, krieg ich hin. Die dann jetzt vor... Zuletzt Luigi's Mansion 3 gemacht haben. Und Luigi's Mansion 2. Und das beste Metroid-Spiel, nämlich Metroid Prime Federation Force. Das werde ich nie verzeiht. Ich hab's nicht mal gespielt, ich hab keine Ahnung, wie das. Ach, Toyster Bob hat auch Skylanders gemacht. Also, das hat man den auch verziehen. Na, Crash 4 habe ich ihn nicht verziehen. Ja, das ist eine andere Sache, ja. Aber Spyro haben sie gut hinbekommen. Betäubungsnetz ist übrigens auch. Wobei geht, aber. Ja, das ist einfach nur Betäubungsnetz. Besser als der Schuss auf jeden Fall, aber. Mit dem Netz kannst du halt so geile Kombos machen. Viel geiler. Alles. Wenn man, je weniger du für dein Netz ausgeben willst, desto mehr kann ich dann bekommen. Sobald ich meinen festen Charakter habe. Und das wird Wein und definitiv nicht sein. Na komm, das war der Geiz. Das war toll. Aber ja. Next Level Games, wahrscheinlich eine ganz gute Firma. Die haben halt damals schon Mario Strikers Charged Football oder wieder Tees gemacht. Und das für die Wii. Oder wie? Was ist das für die Wii? Ich weiß es gerade nicht. Mario Smash Football war das. Ach, keine Ahnung. Smash Football war noch für den Gamecube. Genau, dann war Strikers. Dann war das für die Wii, ja. Rein auf Schnitt. Also sind jetzt 25% Symbionten. Ich höre die Vibration. Bitte. Ich kann die ganze Zeit umschmeißen. Ah nein! Oh Gott! Alter Schwede! Jetzt hilft. So. Nicht gewonnen-hitted, kann man sagen. Entschuldigung. Alles gut. Warum war das kein Team-Finisher? Ui, ich weiß es nicht. So. Ich bin wieder um zu safer. Ah.
So, müssen wir kaputt machen. So. Ja. Nee, Rhino, den mag ich nicht. Was ist dein Bumerang, der gerade rumflog? Oder war das ein Gegner? Ich habe dafür keinen Bumerang, leider. Ich wollte sagen, wir würden mich ein bisschen wundern. Bumerang hatte, naja, der Kobold hat seine komischen Bumerangs, die ich ganz cool fand. Aber I Am Fist ist bestimmt doch mein Liebling. Echt? Was ist das hier? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Die haben alle wieder unterschiedliche Stärken, wobei I Am, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, wer noch kommt. I Am Fist. Ich bin die Iron Fist. Oh, was ich kaputt machen hier. Das ist Kairo, das ist bezweiflich, ja. Hm. Also damals habe Kairo nur vom Flughafen gesehen, aber trotzdem. Ich glaube, Kairo sieht heute ein bisschen moderner aus, aber... Die Typen prügeln ich, bis sie nicht mehr wissen, wer sie sind. Ach, Reno. Der weiß nicht mal, was ein Ägypten ist. Mhm. Oh, cool, ich greife ihn und kann ihn in den Rücken hauen. Ich gesagt, das hier ist sowieso nicht Ägypten, also. Hm? Das hier ist ja sowieso nicht Ägypten, also weiß Peter scheinbar auch nicht. Oh, finish ihn. Ich will ihn sehen. Komm, ja. So wie jeder andere Finisher auch. Bisschen langweilig. Naja. Aber ich mag es da wirklich, dass die Charaktere alle ein bisschen unterschiedlich spielen. Nicht sonderlich stark, aber so ein bisschen halt. Das hatte ich einfach nur Skins sind. Ja. Oh, weg mit dir. Erledigt. Level vorbei. Zug selber. Element. Da hinten ist ein Lammerobjekt. Sieht halt lustig aus, einfach. Spidey. Mach dich bereit. Da kommt was. Mein Ding ist schon ganz schön lang geworden. Ah, der Typ. Er wäre so ein großer, oder so ein Rieser. So ein. Ja, ich Finisher? So nee. Kronk hier. Oh. Voll, keine Ahnung, Dr. Champ hier. Ich renn einfach mal ein bisschen in den rein. Au. Megaschaden. Wir haben keinen Megaschaden mehr, ist es? Egal. Ich bin nur der Einzige, der die Power-Ups benutzt. Naja. Ja. Ich hab ihn auch immer benutzt. Zweimal. Ja, als ich die gesagt habe, los benutzen. Richtig. Oh, rennen in den rein, dankeschön. Du warst auch nötiger. Halt F, ich hab weniger Energie als du. Hm. Ich bin da deutlich über Kombo Stufe 2. Noch Leben, gib mir Leben. Tja. Oh hi. Oh, weg mit dem. Oh, ist tot, okay. Das war Teamwork und das gibt keinen Kombo. Wir haben ihn auch nicht getötet, wir haben ihn weggeschmissen. Ich snack mir erstmal die Leben. Mach das. Ich hol das Geld. Ja. Mach sie alle fertig. Ach, gerade wären Instinct gestorben. Das ist schon gewesen. Wie die gestern, die sich umgebracht haben. Ja, da haben wir gut gemacht, weil wir einfach weggegangen sind. Na komm, Kumpel. So, hochschleudern und dann springen. Oh Gott, ich bin kurz gegrindet. Das ist okay. Einen kurzen. DDD gespielt. Naja, kurzen 50-50 gemacht. Das ist ein 5-0-5-0, nicht ein beides. Das leid, aber okay. So. Ich bin hier irgendwo. Meinst du, es ruiniert die Spannung, wenn wir immer gewinnen? Schnauze. Boah, das ist gut versteckt. Hm. War es das, was wir gesehen hatten? Ja, ich vermute. Oh, mach den mal kaputt.
bin noch wenig Leben. Hier sind jetzt Leben drin. Nee. Glück gehabt. Krass, dass ich einen höheren Combo-Score habe als du. Hm. Einen Abwechslungsscore. Oh. Das hat Rhino Main. Hui. Hallo, warum kommen die mal von hinten? Das Tor ist uns im Weg. Ist das so? Oh. Bin ich tot übrigens? Nicht so gut. Unbesiegbarkeit. Stellt man nicht. Aber nicht sehr egal, aber. Ich werfen. Ich werfe mal hier ein bisschen rumlaufen. Oh, Superstärke. Mega Schaden, wenn ich bitten darf. Na komm, ich bin gleich tot, warum dann tötet mich? Dann gehe ich jetzt all in. Ja, ich nehme immer mehr aus, habe ich das Gefühl. Fällt mir nicht. Oh, das war's mit mir an der Stelle. Oh, ich habe einen. Yeah. Können wir dann gleich benutzen. Mhm. Aber ich denke mal, ja, den Bosskampf auf jeden Fall nicht mehr, aber dann ja, beim nächsten sind natürlich. Kombo Stufe 3. Das ist doch eine Kombo Stufe, okay, wenn es irgendwie nichts mit Kombos zu tun hat, aber naja. So ganz verstehe ich es auch nicht, wie das funktioniert, aber naja. Ja, dann trackt halt irgendwie, dass sie abwechslungsreich kämpfen anscheinend, keine Ahnung. Mhm. Direkt mit dir. Will mich nicht sterben, Spider-Man? Nee, mach mir echt beide los. Hier, ich verschieb nur ein bisschen hier. Mein Jizz. Das ist geil. Oh. Das interessiert den Großen nicht sonderlich, leider. Er hat keinen Geschmack, der Typ. Direkt mit dir. Zum Glück ist das vorbei. Peach. Wie sie aber auch automatisch aufgehen, die Türen. Ja? Das ist halt Ägypten. So, was kommt jetzt? Nächster Bosskampf. Ob wir jetzt gegen Gegner kämpfen müssen? Ich bin gespannt. Man weiß es nicht. Oder hauen wir gegen. Oh. Noch ein Straßenschild. Halt echt. Oh, 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 oh. Da, 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 da. Oh, weg mit dir. Das war toll. Teamwork-Finale. Okay, wenn du meinst. Massiver Schaden, finde ich super. Den habe ich auch. Das habe ich gestern schon gemacht. Kombo Stufe 4. Das ist immer noch Wahrheit. Ich mag dieses Straßenschild. Ja, so, weiß ich nicht. Achtung, Fußgänger oder so. Nicht prügeln. Und tot. Und tot. Tot leben, tot leben. Cool. Boah. Teamwork-Finale übrigens. Sehr gut. Gleich nochmal. In die Ecke geprügelt. Ich schätze, diese Straße führt aus der Stadt hinaus. Straße. Zu Ägypten. Damaskus. Ja, dann haben wir das Geld ein, sehr gut. Dupdidu. Rhino, ey. Wo steckt Rhino?
Oder wird es doch dann so bestimmt ein Geheimnis? Nee, einfach. Einfach gar nichts. Traurig. Oh, sehr gut. Einfach Geld, das da oben lag. Okay. Ja. Sehr gemütlich, hier noch mehr Straßenschilder, das gefällt mir. Komm, bitte gern. Ah, ja dann? Oh nee. Lass mal kurz die Gegner spawnen, dann kriegen wir von denen auch noch Punkte. Zerstöre ihn, weg mit dem Ding. Oh, stark. Ah, Bombe. Bombe. Das ist geil. Massiver Schaden. Oh. Junge, das Ding jetzt noch zu Ende. Ich rutsche irgendwie die ganze Zeit ab. Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Ah, das ist doch gelohnt. Und es war ein cooler Angriff. Da kommt noch mal eine Maschine bestimmt. Ja, fast. Tot. Oh, da Rätsel. Rätsel. Noch mehr Phantome. Rätsel in dem Spiel halt auch eher so. Ja. Zwei Plattformen vor einmal drücken. Therapie. Oder voll den Rücken hauen. Die ganzen diese kleinen Dinger grabben und in die Fresse werfen, aber. Aua! Geht nicht. Aua! Tut halt weh, ist richtig. Auch mit dem Sammelobjekt. Ja, dafür brauchen wir das Rätsel. Das hab ich mir gedacht. Weil Free Climbing wie ein DDD gibt's ja nicht. Leider. Könnt ihr jedes Spiel vertragen, finde ich. Oh, mach gut. Oh. Oh, weg mit dir. Dieses Jizz-Geräusch dabei. Bienenäft. Ja. Ein Spinnensaft. Ist der gerade runtergeschubst? Ja. So. Schön Geld einsammeln, sehr gut. Wir wollen ja noch schöne Dinge kaufen. Mhm. Hey. Das ist so ein kleines Ding in der Wand. Was wohl die Einwohner gerade machen? Krass. Okay. Das Ding klappt dann einfach runter. Jetzt ist bescheuert. Oh, Doppelbonus. Doppel Secret. Ah, Unverwundbarkeit haben wir wieder bekommen, sehr gut. Okay, sonst ist hier nicht. Cool. So Agrabah hier. Oh. Wow. Wir haben den Schlüssel nicht benutzt. Hä? Der Schlüssel gefunden, auch nicht benutzt. Ja, wo war denn der Eingang dafür? Weiter hinten? Egal. Ist ja bescheuert. Aber wir haben keinen geheimen Bereich. Aber wir haben Schlüssel gefunden, dafür auch EP bekommen. Oh, Charakter wechseln. Mit wem hatten wir noch keinen Finisher? Mit fast allen eigentlich. muss ich gucken. Hatten wir mit Iron Fist? Ne, wir hatten mit Scorpion hatten wir das Finisher auch nicht mit Iron Fist, ne? Ja. Weißt du, hatten wir mit Kobalt den Finish? Ne, mit Kobalt auch nicht, ne? Ne, glaub nicht. Dann hab ich mal wieder Bock auf den Kobalt. Grüner Kobalt. So, einkaufen. Einkaufen. Netzlabor. Ich weiß nicht, soll ich dafür jetzt mein Geld ausgeben? Okay. Was ist das oberste nochmal? Das Schockwell kannst du eh noch nicht kaufen. Das Bodenklang, das ist eigentlich echt geil. Ja, können wir auch darauf sparen, wenn du das da oben nicht haben möchtest. Nö. Na dann halt nicht. Die anderen Sachen waren ja auch egal. Ja, das haben wir so wie alles schon. Betäubungsnetz. Was war das unter, ganz unten beim Betäubungsnetz? Was ist das? Man kann sich ja nicht leisten. Massenbetäubung. Ja, ist jetzt nicht so, als wäre, wie gesagt, zu sterben was Schlimmes in dem Spiel.
Mhm. Ja, komm. Dann sparen wir. So. Wollen wir im nächsten Mal reingehen? Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich war nicht so leise, das wird schon passen. Ich hoffe, ich auch nicht. Ah! Tschüss. Tschüss, Hilfe.